Mieke Mirus und Keno Schulte von der Partei. Herzlich willkommen in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Ja, guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Ihr habt verkündet, dass auch ihr eine Wahl seid für die Kommunalwahl, die im Herbst ansteht. Mieke, du möchtest Oberbürgermeisterin werden. Keno, du stehst auf Listenplatz Nummer 1 und möchtest in den Rat einziehen. Wann habt ihr das entschieden? Wann habt ihr entschieden, dass es Zeit ist für einen Wechsel an der Stadtspitze durch die Partei? Seit es die Partei gibt. Was gibt es da zu entscheiden? Das ist ja offensichtlich, dass wir an die Macht müssen, weil wir da noch nicht sind. In eurer Pressemitteilung habt ihr angekündigt, dass ihr auf jeden Fall die Macht übernehmen wollt nach dem September, nach der Septemberwahl, ob es uns gefällt oder nicht. Wie funktioniert das? Also wir gehen immer von 100% plus X aus, aber nach der letzten Europawahl, wo wir hier sehr gut abgeschnitten haben in Düsseldorf, gehen wir davon aus, dass wir bei der Kommunalwahl auch sehr gut abschneiden werden. Es soll ja immer um Sachthemen gehen, aber trotzdem interessiert uns natürlich sehr, wer seid ihr eigentlich? Ja, ich bin Mieke. Ich bin Oberbürgermeisterkandidatin für die Partei hier in Düsseldorf. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu machen, weil ich es kann. Okay, Keno, du bist Spitzenkandidat, Listenplatz Nummer 1. Das ist richtig. Erzähl mal was von dir. Ja, ich bin ein alter Langzeitstudent, der in die Partei gestolpert ist, als er mal das Buch von Martin Sonneborn gelesen hat. Dann war ich auf einer Lesung und dann war ich irgendwie auch schon ganz wichtig in der Politik. Euer Slogan ist, Mieke macht's besser. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den Slogan von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Kandidatin, deren Slogan unaussprechlicherweise lautet Masts macht's. Ja, andererseits heißt Masts auch auf Polnisch du hast. Und das finde ich ziemlich cool. Meine Oma mag Rammstein auch. Euer Slogan ist außerdem Pöbel trifft Prada. Mhm. Sehr passend und zugeschnitten auf Düsseldorf. Ja, Prada ist ja wahrscheinlich hier um die Ecke und etwas weiter ist der Pöbel in der Altstadt. Wie würdet ihr euch denn einordnen? Ich sehe mich eher als Mensch der Extremmitte. Ich habe mir angeschaut, wie die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative bei der Europawahl in den einzelnen Stadtteilen abgeschnitten hat. Die hat in ganz bestimmten Stadtteilen besonders gut abgeschnitten bei der Europawahl 2019. Zum Beispiel in Oberbilk, in Friedrichstadt und Flingern Süd. Was denkt ihr, was sagt das über eure Partei aus? Dass wir sehr, sehr gut sind. Und dass vielleicht auch genau da die Menschen wohnen, die Ahnung haben. Ihr habt euer 10-Punkte-Programm für Düsseldorf mitgebracht. Das ist natürlich unheimlich interessant, weil natürlich geht es bei so einer Kommunalwahl genau darum, nämlich wie wollt ihr diese Stadt verändern? Es gibt 10 Punkte, wie Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben, Gentry fickt euch und Endlösung der Nazi-Frage. Was sind denn Punkte, die euch besonders wichtig sind? Oder anders gefragt, ist das eine Reihenfolge, diese 10 Punkte? Mein Lieblingspunkt ist tatsächlich, Düsseldorf abzugraden. Ich bin dafür, dass wir unserer Stadt eine wahre Größe anverleihen und damit anfangen, erstmal den Namen der Stadt umzubenennen. Weil wir sind kein Dorf, wir sind eine Stadt. Düsselstadt oder Rheinstadt. Und deshalb werden wir am 1. Mai 2020 eine Volksabstimmung durchführen lassen und wahre Bürgernähe bekennen und damit die Leute abstimmen lassen. Die haben dann die Wahl zwischen diesen beiden Varianten. Genau. Okay, Domstadt steht nicht zur Auswahl. Definitiv nicht. Ja, die Düssel, die kennt ja niemand. Ne? Das ist ja ein Fluss, das muss man wissen. Den sieht man nicht. Kennt man nicht. Hat denn schon mal irgendjemand gesehen? Was ist denn der zweitwichtigste Punkt? Nummer 2, Umwelt, Mobilität und Verteidigung. Da steht ja doch, Umweltspuren werden zu Komfortspuren für SUVs, Sportwagen, Oldtimer und Panzer. Die umweltschädlichen Fahrzeuge kommen schneller durch und stoßen somit weniger Schadstoffe aus. Weiterhin wollen wir Leverkusen einebnen und als Parkplatz für unsere Schlitten nutzen. Für die Weiterfahrt nach Düsseldorf soll die Rheinkirmes zur längsten Kirmes der Welt mit Achterbahnen von Leverkusen bis Düsseldorf verlängert werden. Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spaßigen Vorschlag an. In Leverkusen wird man wenig Spaß haben. Also mein weiterer Lieblingspunkt ist eigentlich die Elitenförderung. Aus Sicherheitsgründen fordern wir als Partei der extremen Mitte ein Reichenreservoir auf dem linksrheinischen Teil Düsseldorfs in Form eines Polizeistaates. Und das soll geschützt werden durch eine Mauer um die betreffenden Gebiete. Und was ich sehr schön finde, ist, dass das innen mit Marmor dekoriert werden soll und außen Platz zum freien Gestalten für den Pöbel bietet. Dann siehst du dich eher drinnen, oder? Ich sehe mich eher außerhalb und gestalte die Mauer mit. Da wäre jetzt für mich die Frage, reicht das an Gestaltungshöhe, weil mit der Mauer ist Donald Trump ja auch gescheitert. Ja, Mauern kann man immer bauen. Der ist ein bisschen dumm. 3 Sachen, die jetzt vielleicht auch noch ganz spannend sind, weil ich glaube, dass da reden echt viele Düsseldorfer drüber. Einmal das Thema Wohnen habt ihr ja auch in eurem Programm. Könnt ihr kurz umreißen, was eure Wohnungspolitik vorsehen würde? 4 Häuser weg, 1 Hotel hin. Ganz nach dem Monopoly-Prinzip. Okay, Klopf auf Holz.
Was ist euer Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr als Verkehrsthema? Ja, dass es halt nicht immer nur die Stretchlimo sein muss, sondern dass wir auch fordern, dass Menschen erster Klasse auch erster Klasse fahren dürfen. Und zwar auch in den Straßenbahnen, in den Bussen. Und das machen wir so, indem wir da ein Luxusabteil einrichten mit Champagnerbar und Thai-Massagen, so dass sich das die Reichen gerne leisten und das Schwarzfahren für alle anderen bezahlbar macht. Der große alte Mann eurer Partei, Martin Sonneborn, hat ja die Strategie gefahren oder tut es immer noch, dass er im Europaparlament immer abwechselnd mit Ja und mit Nein gestimmt hat. Wie würdet ihr das machen, wenn ihr im Stadtrat sitzt? Würdet ihr das ähnlich halten? Ich glaube, ich würde so ein bisschen danach gehen, ob ich gerade meine Periode habe oder nicht. Ich auch. Also wir werden natürlich auch Praktikanten verheizen, so wie Emma Bock. Sie raucht ja, da haben wir auch Aschenbecher, die wir werfen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Spektakel. Der Wahl oder des Rats? Alles. Ach, das wird sehr, sehr langweilig wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum wir uns das antun. Wenn ihr tatsächlich einziehen solltet in den Rat, seid ihr denn dann auch bereit, in eine Koalition oder Kooperation mit anderen Parteien zu gehen, um die Regierung hier in dieser Stadt zu ergreifen? Achso, die FDP, das ist eine Spaßpartei. Ja, die AfD kann man auch nicht ernst nehmen. Ja, also die sind wir natürlich kritisch, die sind natürlich nicht dabei. Mit denen spielen wir nicht. Die Grünen, habe ich so rausgehört, sind Herrn Sonneborn doch zum Beispiel recht nah gewesen im Europaparlament immer. Die Grünen sind die FDP des kleinen dummen Mannes. Hurra. Gut, dann herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, und schauen Sie mal vorbei auf unserer Website www.miekmachtsbesser.de.